Als der verrückteste Philosoph der Geschichte gefragt wurde, warum er Geld von Menschen annehme, sagte er, um ihnen zu zeigen, wie sie ihr Geld ausgeben sollen. Als Platon ihn in einem knietiefen Bach Gemüse waschen sah, näherte er sich ihm und sagte, ach du meine Güte, wenn du wüsstest, wie man Königen den Hof macht, müsstest du kein Gemüse waschen. Und er antwortete, wenn du wüsstest, wie man Gemüse wäscht, müsstest du keine Könige hofieren. Wenn du vor einem Bordell stehst und schreist, eine schöne Prostituierte ist wie giftiger Honig. Eine schöne Prostituierte ist wie giftiger Honig. Die Männer, die das Haus betraten, warfen ein oder zwei Münzen nach ihm, um ihn zum Schweigen zu bringen. Am Ende sammelte er genug Geld und ging auch in ein Bordell.